Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lohntro-Video. Heute geht es nicht um die analoge Fotografie, aber um ein anderes analoges Thema. Denn in den vergangenen Wochen konnte man immer wieder in den Zeitungen lesen, der letzte Videorekorder ist vom Band gelaufen. Auch wenn es noch genug Videorekorder im Umlauf gibt, schaut bei eBay Kleinanzeigen, schaut bei eBay, ist es trotzdem so, dass die Geräte halt nicht besser werden und die Bänder, die wir besitzen, auch nicht. Und deswegen sollte man langsam doch mal überlegen, ob man nicht vielleicht doch seine alten VHS-Kassetten, die alten Schätzchen, die man aufgenommen hat, die alten Krimis, was auch immer ihr aufgenommen habt, sollte man das nicht mal langsam digitalisieren. Und ich finde, ja, sollte man. Heute möchte ich euch ganz gerne mal zeigen, wie ihr das am besten machen könnt. Denn ich habe die Prozedur im letzten Jahr schon hinter mir, ich habe einiges ausprobiert. Und ich kann euch sagen, dieses Video wäre das Schönste gewesen für mich. Als allererstes braucht ihr natürlich einen Videorekorder. Ich denke, das versteht sich von selbst, denn ohne Videorekorder kann dir das nicht machen. So, als nächstes, ihr braucht die richtige Software. Und genau da ist der Knackpunkt. Wenn du das Thema mal bei Amazon eingibst, dann wirst du ganz viele Hersteller finden, die dir Hard- und Software anbieten. Und du wirst auch die Preisspanne sehen. Und genau da liegt die Krux. Denn das, was ich als Ergebnis hatte, war, ich hatte mein Bild, aber mir fehlte der Ton. Oder bei einem anderen Hersteller hatte ich plötzlich Bild und Ton, aber völlig zeitversetzt. Gebt das ganze Thema mal bei Google ein und ihr werdet da unfassbar viele Berichte darüber sehen von Menschen, denen es ganz genauso ging. Und das muss nicht sein. Letztendlich bin ich bei der teuren Variante geblieben und das ist Elgato. Ich kriege von Elgato für dieses Video übrigens kein Geld. Elgato, warum eigentlich nicht? Ich habe mir das Ganze hier gekauft. Das ist der teuerste Anbieter, den ich gefunden habe. Mein Problem war auch, ich brauchte auch ein Programm für den Mac. Auch das war etwas, aber das geht auch für den PC. Ich kenne den aktuellen Preis von dem Ding nicht. Deswegen verlinke ich das Ganze unten mal in die Videobeschreibung. Dann kannst du dir den aktuellen Preis angucken. Schauen wir an, was drin ist. So sieht das Ganze aus. Man kann das hier dann so aufklappen. Und da sehen wir auch schon SCART-Stecker. Dann haben wir hier einmal ein Kabel bei, wo wir ganz normal hier Audio und Bild dabei haben. Und dann haben wir die eigentliche Elgato, das ist das Umrechnungsdingen. Hier haben wir die einzelnen Stecker und am Ende ist ein USB-Anschluss dabei. Und da ist natürlich noch einmal die Software dabei, die ihr euch drauf spielen müsst. Habe ich schon gemacht, ist auf meinem Mac drauf, kann man einfach installieren. Dauert wirklich 2 Minuten, dann ist das da drauf und dann war es das eigentlich auch schon. Mehr brauchen wir nicht. Wir haben hier einmal den Videorekorder und den drehen wir jetzt erstmal um. Stecken wir jetzt alles drauf, weiß zu weiß, gelb zu gelb. Die andere Seite kommt dann an den SCART-Stecker dran. Das war's schon. Und die andere Seite kommt in den Mac. Wir haben das Ganze an unserem Mac angeschlossen und jetzt kann es eigentlich losgehen. Und dafür öffnen wir jetzt einfach die Software. So sieht die gesamte Oberfläche aus und ihr seht, im ersten Feld könnt ihr gleich dem ganzen Video einen Namen geben. So heißt dann hinterher auch eure Datei. Dann könnt ihr angeben, wie lange ungefähr das Video dauert. Dann gehen wir weiter und dort haben wir die Option, entweder 4:3 oder 16:9 auszuwählen. Da wir altes Videomaterial haben, nehmen wir hier 4:3 und gehen einfach weiter. Dann nehmen wir eine VHS-Kassette und es kann losgehen. Und sofort erscheint das Bild des Rekorders auf eurem Display und ihr habt die Möglichkeit, vorher noch anzuklicken, ob ihr die Aufnahme automatisch stoppen lassen wollt, dann speichert ihr das ab und den Ton ausmachen möchtet, während es aufnimmt. Und das ist dann aber nur für euren Monitor und nicht für die Datei hinterher. Dann drückt ihr auf Aufnahme, das haben wir jetzt hier schon gemacht. Nehmt so lange auf, wie ihr wollt und letztendlich drückt ihr dann einfach wieder auf Aufnahme stoppen. So, und das war's tatsächlich schon. Uns muss klar sein, eine super Qualität kriegen wir nicht mehr hin, denn VHS hat nie gute Qualität und die Dinger sind mittlerweile sehr alt. Die Aufnahme, die ihr hier seht, ist von 2006 und dementsprechend ist das Ganze natürlich alt. Wir müssen aber sicherstellen, dass wir die alte Qualität so gut wie möglich auf unserem PC kriegen. Und das klappt hiermit
wirklich am besten. Diese Methode ist die stressfreiste. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Video dir ein bisschen helfen konnte und ein bisschen Stress abnehmen konnte. Wenn dir dieses Video gefallen oder vielleicht sogar geholfen hat, dann gib dem Ganzen doch bitte einen Daumen nach oben, teile dieses Video und alle meine anderen Videos auf deinen sozialen Plattformen. Wenn du neu dazu gekommen bist und möchtest gerne die anderen Videos noch sehen und regelmäßig von mir Videos sehen, dann abonnier doch bitte diesen Kanal. Ich freue mich. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich bin raus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.